Himmel und Erde aus dem Bergischen. Heute mit Jan Sting. Dzień dobry zum Beispiel, also das heißt guten Tag, habe ich auf einer App gelernt. Kann man sich einfach aus einer App Store runterladen und so läuft meine Vorbereitung bis jetzt. Severin aus dem oberbergischen Lindlar lernt Polnisch. Zusammen mit anderen Jugendlichen und Kreisjugendseelsorger Norbert Fink reist er Ende Juli zum Weltjugendtag nach Krakau. Bei einem Vortreffen in der Marienheider Monfortkirche stimmten sich die Jugendlichen nun auf die Reise nach Polen ein. Selina aus Gummersbach knüpft einige Erwartungen an die internationale Begegnung. Einfach, dass da ganz viele neue Leute sind, eine neue Kultur kennenzulernen und neue Leute kennenzulernen, Freunde zu finden. Krakau ist eine vergleichsweise kleine Stadt. Der Weltjugendtag stellt daher vor logistische Herausforderungen. Untergebracht werden die Jugendlichen aus aller Welt in Turnhallen, Schulen oder Gastfamilien. Also es gibt einen groben Rahmenplan schon, der sieht so ein Jugendfestival vor und einen Kreuzweg mit Papst Franziskus, das Papstwillkommen, die Abschlussmesse, da steht schon fest. Aber vieles wird spontan da sein. Also es geht auch viel darum, einfach die Atmosphäre aufzusaugen. Marco aus Lindlar lässt sich also überraschen. Auch die politischen Entwicklungen in Polen sollen ein Thema sein, sagt Severin. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, wenn man sich mit lokalen Leuten darüber austauschen kann. Gerade was Pressefreiheit und sowas angeht, ist ja Polen jetzt sehr stark begrenzt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, eine andere Kultur und vor allem deren Meinung zu diesem Thema kennenzulernen. Gemeinsamkeiten gibt es im Glauben. Und auch über den wollen sich die Jugendlichen aus dem Oberbergischen wie Caro aus Dieringhausen austauschen. Ja, dass man vielleicht auch mit den anderen sich unterhält dort und da man also viele Leute auch kennenlernt, da ja auch über 1 Million Jugendliche hinkommen, hat man ja auch viele Möglichkeiten, sich darüber zu unterhalten auch. Für Pfarrer Norbert Fink, dessen Wurzeln in Polen liegen, ist die Reise eine Herzensangelegenheit. Ich wünsche mir, dass wirklich ganz viele Menschen aus der ganzen Welt kommen, damit sie auch Polen kennenlernen und gerade Krakau und die große Verbindung zu Johannes Paul II., der dort gelebt und gewirkt hat. Himmel und Erde aus dem Bergischen übrigens. Heute mit einem Tipp für Kontaktfreudige. Der ökumenische Arbeitskreis Migration der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist und St. Heinrich in Leichlingen lädt für nächsten Mittwoch zwischen 10 bis 13 Uhr zum Migrantencafé in die Brückenstraße 35. In lockerer Atmosphäre lernen sich Migranten, Flüchtlinge und Einheimische kennen.